Michail Chodorkowski ist jetzt fast 10 Jahre im Gefängnis. Schon der erste Prozess war abenteuerlich konstruiert und der zweite Prozess hat dies dann ins Absurde getrieben, sodass man ihn als einen politischen Gefangenen bezeichnen muss. Er ist zum Symbol geworden für eine gelenkte Justiz in Russland. Ja, man kann ihn fast als persönlichen Gefangenen Putins bezeichnen. Ich bewundere diesen Mann, konnte ihn erleben im Prozess in Moskau, wo ich dann zugegen war und ihn beobachten und sehen konnte, während eines Prozesstages hinter diesem Glas oder in diesem Glaskasten, der ausgesprochen entwürdigend ist für einen Menschen, in einen Käfig in dieser Weise gesetzt zu werden. Ich gestehe, dass ich seinen Mut, seine Ausdauer und Durchhaltekraft bewundere und wünsche ihm Gesundheit und Kraft auch für die Zukunft. Ich möchte ihm ganz herzlich zu seinem 50. Geburtstag gratulieren. Ich glaube, dass er das Zeug hat, zu einem Nelson Mandela Russlands zu werden, und würde es Russland jedenfalls wünschen.